Ihr kennt das bestimmt. Ihr wollt eine seltene Uhr haben, sucht danach. Und immer dann, wenn es ein Angebot gibt, dann ist das Budget nicht da oder umgekehrt. So ist es mir über lange Zeit mit der UX Sansibar gegangen. Zuletzt kam wieder ein Angebot rein und es war kein Budget da. Gut, jetzt habe ich noch weniger Budget, als ich vorher hatte, aber ich habe eine Sansibar. Lasst sie mich euch zeigen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, ich habe sie endlich. Ich habe endlich meine Sansibar. Im Sinn Uhren und Technik Forum hat ein begeisterter User seine neue Sansibar gezeigt und ganz offensichtlich hatte er zwei, wie man aus der Vorstellung sehen konnte. Und ich schrieb drunter: Das gibt es doch nicht. Ich habe mir die blaue 104 von Sinn gekauft. Ich habe wahnsinniges Interesse und werde mir wahrscheinlich eine 103C holen. Es ist kein Geld dafür, eine Sansibar. Insofern bitte bietet mir keine an, selbst wenn ihr eine verkaufen wollt. Er schrieb mich dann an und sagte: Ich habe zwei, eigentlich brauche ich nicht wirklich beide. Ich würde eine abgeben. Ich weiß, du willst kein Angebot haben, aber denk doch mal drüber nach. Ich habe hin und her gerechnet und letztendlich hat jetzt mein Uhrenbudget einen so soliden Sollsaldo. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt nicht zuschlage, dann klappt das wohl nie wieder. Ich hatte mal eine UX, aber was mich an der Sansibar fasziniert, sind mehrere Sachen. Zum einen finde ich die Symmetrie des Ziffernblattes sehr, sehr viel schöner mit Sinn unten, den gekreuzten Schwertern oben. Mir gefällt es persönlich besser. Dann finde ich es faszinierend, dass diese Uhr, ich glaube, es ist die einzige von Sinn, die auf dem Ziffernblatt Chronometer und Hydro stehen hat. Die allerersten UXen hatten Chronometer draufstehen, der EZM2 hatte Hydro draufstehen, aber ich glaube, es gibt außer der Sansibar kein Modell, was beides draufstehen hat. Finde ich wirklich klasse. Ja, die Uhr ist unter allen Winkeln hervorragend ablesbar, ist flacher als die U1, ist genauso breit wie die U1 mit 44 mm, aber deutlich flacher. Ich blende euch die Maße hier ein, dann könnt ihr alles im Detail nachlesen. Die Tauchtiefe ist sowieso jenseits von allem, was man normalerweise ertauchen möchte, geschweige denn vom Können zu reden. 5000 Meter. Das Gehäuse, 12.000 Meter das Werk oder umgekehrt. Es ist wirklich jenseits dessen, was man ohne eine entsprechende Tauchglocke und ohne entsprechendes Metall um einen herum tauchen möchte. Und dann ist es für die Uhr auch egal, wie tief es geht. Ja, die UX war, als sie 2009 eingeführt wurde, sehr umstritten. Braucht eine Pommesbude auf Sylt eine eigene Uhr? Braucht Sinn die Kooperation mit einer Pommesbude auf Sylt? Ich habe auch kurz darüber nachgedacht, aber letztendlich hat es mich nie gestört. Ich war einige Male auf Sylt, ich war regelmäßig auch in der Sansibar. Sie hat den Schickimicki-Ruf, aber sie ist weder besonders überteuert noch besonders schickimicki, außer vielleicht vom Publikum. Aber es kommen auch ganz normale Leute dahin. Die Lage ist fantastisch. Man guckt von den Dünen ins Meer. Ein wirklich netter Ort auf Sylt. Und man kann dort Prominente treffen, aber tut es nicht jeden Tag. Letztendlich ist es ein mehr oder weniger normales Lokal. Und die gekreuzten Schwerter, die Piratenattitüde dieser Pommesbude. Nun gut, das ist deren Marketing-Gag, es ist auf der Uhr drauf. Mir gefällt es, aber ich kann jeden verstehen, der sagt, das muss nun wirklich nicht sein. Ja, die Uhr ist grob geschätzt jetzt 10,5 Jahre alt. 2009 kam die Uhr auf den Markt. Man sieht hier und da kleine Gebrauchsspuren. Am Band sind ein paar Schlieren, auf der Schließe sieht man etwas. Am Gehäuse sind zwei Stecknadelspitzen, großen Ditches, aber mal ganz ehrlich, wenn eine Uhr nach 10,5 Jahren so aussieht, dann ist sie entweder nicht besonders viel genutzt worden oder extrem robust. Bei dieser UX denke ich, trifft beides zu. Ich glaube nicht, dass sie wirklich hart drangenommen wurde und ich glaube auch, dass die Uhr insgesamt sehr viel aushält. Die Zeiger, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es am Licht liegt, sind, glaube ich, nicht mehr ganz hart weiß.
Sie haben schon einen ganz, 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 ganz leicht dunklen Ton, was aber nach 10 Jahren, denke ich, auch relativ normal ist. Auch meine anderen Uhren mit dem Alter fangen an, von hartweiß in ein kleines bisschen cremiges Weiß überzugehen, was Zeiger und Indizes betrifft. Insofern ist das für mich okay. Die Uhr läuft jetzt, ich glaube, 7 oder 8 Jahre auf einer Batterie. 2012 hatte sie einen Service. Ich gehe davon aus, dass sie bald einen neuen Service braucht, sodass dann Batterie und Öl getauscht wird. Ja, das war also meine Uhr X. Daten habe ich euch eingeblendet. Bilder habe ich euch gezeigt. Ich finde die Uhr fantastisch. Habe mich gefreut wie Bolle, dass ich sie bekommen konnte. Und jetzt freue ich mich noch viel mehr auf meinen diesjährigen Sylt-Urlaub. Ich sage euch nicht, wann er ist. Ich werde euch einfach mit Bildern aus Sylt überraschen. Ich hoffe, ihr konntet nachvollziehen, was ich an der Uhr mag, was nicht. Wenn euch sowas gefällt, abonniert meinen Kanal, lasst einen Kommentar da und freut euch auf die nächsten Videos. In diesem Sinne, euer Watchmaxer.